Jo, hallo Leute, heute bin ich mal wieder mit einem neuen Vlog, diesmal ohne Motorrad. Und ich bin heute mal bei diesem scheiß Wetter, wie man ja hier sehen kann, mitten im Wald. Und will mal gucken, ob ich noch ein paar Bunker finde. Ich habe mir gedacht, bei dem Wetter kannst du eh nichts anderes machen. Und zu einem Überfluss, bei dem Wetter ist doch keiner im Wald. Man kann eigentlich sagen, man ist ungestört. Bin jetzt schon, weiß gar nicht, 4 Kilometer gelaufen. Ah, ein bisschen dauert das noch, bis ich da bin, wo ich hin möchte. Ja, das ist das Munitionswerk Silva, was ich mir angucken will. Es war im Zweiten Weltkrieg Außenlager und Munitionsfabrik. Also Außenlager von Ravensbrück. Hier waren dann die Zwangsarbeiter untergebracht. Das fängt hier vorne im Wald, noch ein kleines Stückchen, fängt das Wald an. Also da war es jedenfalls das Gebiet, wo es früher war. Und nach dem Krieg wurde natürlich von den Russen alles gesprengt. Und nach dem Krieg wurde viel, viel umhergemacht da. Also viel Munition geräumt und ach, was weiß ich. Die waren nach zig Jahren im Gange. Bis nach der Wende noch. Ja. Aber man kann trotzdem, wenn man weiß, dass da was war oder wenn man weiß, dass da was ist, findet man trotzdem noch Kleinigkeiten. Und man kann dann ganz gut erkennen, dass das schon irgendwas aus dem Zweiten Weltkrieg Militärisches irgendwie so gewesen sein muss. So, also ab hier beginnt das Lager. Also ab hier links und rechts im Wald, haben natürlich nichts mehr zu sehen heute, beginnt das Lager. Das war aufgeteilt in Männer- und Frauenbereich. Hier vorne war der Frauenbereich. Und genau da ganz hinten, auf der anderen Seite, bestimmt, weiß nicht, 2 Kilometer oder so, 1 Kilometer da lang hin, war dann der Männerbereich. Ich habe gelesen, dass hier vorwiegend Ukrainer und Russen inhaftiert waren und zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden. Hier war auch viel Flugabwehr gewesen. Ich habe gehört, dass hier im Zweiten Weltkrieg amerikanische Bomber und englische Bomber rübergeflogen sein sollen und sollen hier ringsherum bombardiert haben, haben aber das Lager nicht getroffen, weil sie angeblich nicht wussten, wo das ist. Und deswegen ist es halt auch durch Fliegerangriffe verschont geblieben. Und man hat hier wohl einen amerikanischen Flieger runtergeholt und hat ihn dann bei uns auf dem Marktplatz geschleppt als patriotischen Akt oder als Siegerakt, was weiß ich. Und ja, so war das. Hier rechts, hier irgendwo im Wald, war früher noch eine Bahnstrecke, wo dann die Züge praktisch die Gefangenen gebracht haben. Ja. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zum Silbersee, nicht Silbersee, wie manche denken oder manche vielleicht mal gehört haben, nein, mit V geschrieben, Silbersee. Und da steht noch eine alte Ruine und ich habe gehört, das ist eine alte Feuerwehr. Viele denken, das ist irgend so ein Bunker oder so, es sieht auch so ein bisschen so aus wie ein Bunker, aber soll wohl eine Feuerwehr sein. Und da bin ich als Kind schon oft gewesen und die kenne ich schon, aber da gehe ich mal hin, da zeige ich euch mal. Und dann habe ich hier noch die Vermutung, dass hier links von dem Hauptweg noch mehr Bunker sind. Und da gehe ich mal gucken, ob ich die mal finde, weil da war ich noch nie und das habe ich auch noch nie gesehen. Das hier finde ich auch total schick. Mit diesen Tannenbäumen. Und dann hast du hier unten so alles voller Moos. Finde ich total schick. Sieht cool aus. Und dann ist hier wieder der Hauptweg. Hier hast du überall ab und zu noch so einen Schlagbaum, aber diese Dinger sind alle offen. Hält sich eh keiner dran. Ja, boah, wie das aussieht. Völlig cool. Toll. Ja, der Herbst hat auch seine Vorzüge, auch wenn das Wetter scheiße ist. Die Farben und alles.
toll aus. Jetzt kann man fast schon sagen, jetzt bin ich mittendrin in diesem Lager hier. Also hier links und rechts, hier war überall, früher waren hier überall Gebäude und meine Oma hat mir erzählt, das war alles hier früher richtig hübsch angelegt mit ganz viel Blumen und Beeten und allen möglichen Kram. Also das war, soll wohl richtig ein schönes Werk gewesen sein. Also auch was fürs Auge, kann man einfach schon sagen. So makaber das jetzt auch klingt, aber ja, so soll es gewesen sein. Meine Oma, die lebt zwar noch und die kann also alles auch aus erster Hand erzählen, aber nach diesen ganzen Jahren, da schwindet dann doch schon mal das ein oder andere. Ja, und naja, so viel ist da halt nicht mehr zu erfahren. Ach, das hier, wie gesagt, der Hauptweg. Achso, und noch was, hier stehen überall, ganz speziell so jetzt hier so ab diesem Bereich hier, stehen ja überall mal so eine weißen Schilder, wo drauf steht, Achtung, Munition betreten, verboten und so weiter. Ich sag mal so, wer jetzt da nichts mit anfangen kann, mit diesen ganzen Dingen, der wird erstmal da zurückschrecken und wird sagen, oh Gott, da gehe ich nicht rein. Du bist ja wahnsinnig. Aber wenn man erstmal auf dem Weg bleibt, auf den Hauptweg hier oder so, kann schon mal gar nichts passieren. Und zweitens ist das eigentlich nur eine, wie soll ich sagen, eine, naja, die haben das einfach so angeschrieben, damit man hier nicht anfängt zu buddeln oder damit hier nicht irgendwelche Scheiße gebaut wird. Auf jeden Fall liegt hier Munition vergraben. Ich habe selber schon welche gefunden, also hier kannst du links und rechts im Wald gehen, einfach anfangen zu buddeln. Da findest du was. Egal, ob mit Metalldetektor oder ohne. Also, da strengt man sich nicht mehr an. Ich kann mich mal kurz umdrehen. Und da bin ich gekommen. Ja. Ja, wie gesagt, also, wenn ich mal so ein Schild hier irgendwo sehe, manche haben die schon abgebaut, haben die geklaut oder haben die einfach weggemacht. Wenn ich so ein Ding hier mal sehe, dann zeige ich es mal. So, ich stehe jetzt hier genau am Haupteingang. Dort geradezu war früher oder beziehungsweise ist der Haupteingang, heute ist das ein Altersheim, da war der Haupteingang, da ist man praktisch hier diesen Weg lang gefahren und da ging es dann weiter und da hinten rechts rum gehe ich jetzt mal lang und da soll ein Bunker noch sein, hat man mir gesagt, ich gehe da einfach mal gucken, vielleicht sieht man es auch gar nicht, weil sie schon zugewuchert sind oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall gehe ich da jetzt mal lang und werde mir das mal angucken. Und das ist nachher der Weg zum Silbersee. Man kommt aber auch da hinten lang. Also dort rum. Mal gucken. Also ich gehe erstmal los. Ja, und eben habe ich es gerade angekündigt. Diese Schilder. Hier steht eins. Achtung, Lebensgefahr betreten verboten. Ja, da hat man hier diese ganzen Entwässerungsgräben. Die sind noch da. Wie man hier sieht. Ja. Und hier ist, wie gesagt, hier so ein Gebiet, wo man nicht reingehen soll angeblich. Das Munitionswerk war zum größten Teil unterirdisch. Also die oberirdischen Gebäude, die wurden zum größten Teil gesprengt. Oder was heißt zum größten Teil? Eigentlich so gut wie alles, 99% oder 99,5%, würde ich jetzt mal behaupten, wurden gesprengt, abgetragen und so weiter. Hier sehe ich noch was. Was ist denn das? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, mitten beim Erzählen. Was war hier drin? Das könnte eine Straßenlampe gewesen sein. Das ist ja ein Betonsockel. Cool. Also wie gesagt, hier bin ich noch nicht lang gelaufen, hier war ich noch nicht gewesen. Hier kann ich auch noch nichts so sagen. Also es ist auch wirklich so, im Internet findest du nicht wirklich viel Informationen darüber. Und da kannst du echt nur Insider fragen, die hier wirklich sich explizit damit beschäftigt haben. Und ja, deswegen also. Ich habe da auch kein tierisches, detailliertes Wissen drüber, aber so einiges halt aus der Familie und ja, von den Großeltern hauptsächlich kann ich da schon ein bisschen erzählen, ein bisschen was habe ich im Internet gelesen. Ja, und wie gesagt, also als Kinder sind wir hier ewig rumgerannt. Naja, es ist aber auch spannend hier. Ich habe gerade von diesen Sockeln, von diesen Betonsockeln noch ein paar Stück gefunden. In der Mitte dieses Rohr, also ich bin ganz stark davon überzeugt,
Straßenlampen, die hier mal standen. Hier drüben sieht man immer noch diesen Graben. Ja, also das wird es schon gewesen sein, denke ich mal. Das ist ja auch noch einer von diesen Hauptwegen. Ja, also tief im Wald hier. Naja, wenn man sich das mal hier so anguckt, ja, wie will man das aus der Luft sehen, ja? Also zum Thema Bombardement. Ja, hier drüben soll man wie gesagt nicht reingehen. Hier ist das auch ziemlich abschüssig, also. Aber vielleicht habe ich Glück, hier ist wieder dieses Schild. Vielleicht habe ich Glück und ich sehe das vom Weg aus, ansonsten muss ich da wirklich noch rein. Na gut. Also man wird hier definitiv nicht auf eine Mine treten oder so ein Quatsch, weil das sind Munitionswerke, die haben sich ja nicht vermint. Also natürlich totaler Schwachsinn, ja. Und irgendwelche Granaten, die werden ja auch nicht mehr ewig rumliegen. Also das hat man damals alles gründlich geräumt und ich sag mal, man hat sie komplett platt gemacht. Deswegen, also ich glaube da nicht dran, dass hier noch Munition liegt oder sowas liegt, wo man drauf tritt und dann geht das Ding hoch. Also davon bin ich eigentlich fast hundertprozentig überzeugt, dass das nicht mehr so ist. So, hier ist jetzt dieser Hauptweg. Was heißt Hauptweg? Hier ist jetzt wieder dieser Weg, den ich erwähnt hatte, wo ich jetzt lang gehen werde. Und hier rechts vermute ich mal, dass hier noch irgendwelche Bunker sind oder so. Der Grund ist, warum ich so leise rede, warum sich das vielleicht so komisch anhört. Ich will ja hier nicht so umherbrüllen. Wenn man hier alleine im Wald ist, dann kann man schließlich auch ewig weit jemand erzählen hören. Und deswegen rede ich jetzt nochmal so ein bisschen mit gedämpfter Stimme. Man will ja hier nicht auffallen. Ah, Spinnenweben. Alles in die Sicht hier. Boah. Hier sieht man wieder so einen kleinen Hügel hier angelegt. Hier guckt noch was raus. Also das war dann praktisch. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nachträglich gewachsen ist. Also ich denke mal, das war früher schon bewachsen, damit man es nicht sieht. Aber es kann natürlich auch genau anders sein. Ja, also was das hier auch immer war. Hier sieht man wieder die Betonplatten. Und da lang hoch. Hier liegt noch ein Stein. Also ein Brocken von der Sprengung. Ich kann echt nicht sagen, was das gewesen sein kann hier. Eine Garage für die Flugabwehr oder einfach nur ein Munitionsbunker zum Lagern der Munition. Ja, ich weiß nicht, also als Luftschutzraum kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür ist es zu weit oben, zu oberirdisch. Aber als große Flakstellung kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ja. Ich weiß es nicht. Aber hier muss man echt aufpassen. Hier bricht man sich ja fast die Knochen. Na gut. Gehen wir mal hier weiter. Und gucken wir mal. Hier kommen garantiert noch mehr von den Dingern. Also jede Wette, dass hier auch was war. Hier ist so eine freie Fläche. Also ich könnte mir das gut als boah, ist das rutschig hier, als Weg vorstellen. Hier sieht man noch die Trampelpfade von den Tieren, ja, die hier lang machen. Hier ist ein Loch, so, hier liegt ein Betonstück. Also hier war auch was. Hier vor uns ist wieder dieses Alter, ist das rutschig hier. Ist ja wie auf Modder. Hier ist auch wieder so ein Erdwall mit riesen Betonstücken dran. Ne? Da muss ich mal hier drunter durchkriechen. Jo. Ich mache mal hier durch. Und da haben wir das gleiche Bild wie vorhin. Ja. Hier hätte ich noch einen Gummistiefel. Hier liegen wieder diese Felsbrocken.
Ich habe keine Ahnung, was das gewesen sein kann hier. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es Munitionsbunker waren. Und die hat man einfach weggepustet. Können wir auch hier wieder rausgehen. Party haben wir auch welche gefeiert. Da vorne kommt schon der nächste. Da steht wieder so ein Bunker, sage ich einfach mal jetzt dazu. Naja. Da sieht man den nochmal. Da liegen wir auch wieder so eine Betonstücken rum. Wer weiß. Hier, das Schwarze hier, das war mal irgendeine Schrift oder eine Markierung. Vielleicht war das hier das Ding mal ein Wegweiser oder vielleicht ist das einfach nur ein Stück von der vom Bunkereingang, wo mal was dran stand. Mit einer Nummer oder so. Und hier liegt nochmal so ein Trümmerhaufen. Oder? Nee, das ist eine riesen Baumwurzel. Aber da liegen die Teile und da. Und hier vor uns. Ein zugewachsener Hügel. Was das mal war. Ich hab da ja vorher gesehen. Hier habe ich noch was gefunden. Das ist noch wirklich noch unverändert von damals. Das sieht aus wie so ein Abflussteil. Da wird wohl hier der Weg bzw. das Wasser so lang geflossen sein. Hier ist auch so ein Weg. Also das war hier mal ein Weg. Hier so durch. Und ja, man kann das nicht mehr erkennen, was das hier war. Also ist schon sehr, sehr lange her. So, da stehst du hier auf einmal mitten in der Pampa. Ja. Und dann weißt du nicht so wirklich, wo bist du denn jetzt hier gerade? Ja, ist schon geil hier. Keine Menschenseele. Ist das nicht toll? So eine Dinger kannst du hier echt nur bringen, wenn du bei so einem Wetter rausgehst. Na gut. Da drüben steht auch noch ein Bunker. Also, halte ich zumindest dafür. Da gehe ich mal jetzt noch hin. Und dann gucke ich mal, wie ich hier zu diesem Silbersee komme. Also von diesen Dingern hier, diesen Erdwellen, was so aussieht wie so eine Stellung oder so eine Flakstellung, gibt es hier etliche. Aber wenn du da hochkrabbelst, dann siehst du da nicht mehr viel. Auf jeden Fall ist es stellenweise ganz schön, geht ganz schön tief runter. Wasserloch. Wer weiß, was hier mal war. Hat man hier überall in diese Betonreste oder Steine rum. Hier ist ein richtiges kleines Löchlein entstanden in der Mitte. Ja, und ringsrum halt dieses Ding. Es kann natürlich auch sein, ich meine, weiß ich nicht genau, also ich kann es nur vermuten, dass es durch die Sprengung war. Die haben ja hier Munition entschärft nach dem Krieg und bis nach der Wende. Und vielleicht ist es davon, dass hier so ein kleines Loch in der Mitte ist. Wer weiß. Hier sind wieder so drei so eine komischen Trichter. Der andere ist da vorne hinter. Ja, so mitten am Weg hier. Sieht mir auch ganz stark nach einer Sprengung aus. Aber da eher eine kleinere. Na gut, gucken wir mal weiter. So, hier ist wieder so ein Erdwall. Da haben sich auch die Jäger breit gemacht. Hier ist so ein Weg. Das war auf jeden Fall früher auch wieder so ein Hauptweg. Hier unten. Ich weiß nicht, was hier gemacht wurde, aber heute ist das total wie Sumpf, sieht das aus. Da auch. Ja, also hier muss irgendwie grundwassermäßig was sein, aber hier sieht man. Hier war früher mal ein Träger, ein Stromträger oder sowas, also für die Telefonleitung irgendwie so ein Teil. Und ja, wie gesagt, hier gehe ich mal hoch, hier gucke ich mal, was hier oben noch zu sehen ist. Vielleicht waren hier die Wachtürme drauf, wo die Gefangenen
bewacht wurden. Kann ich mir nur so vorstellen. Also das ist hier auch sehr hoch und weit überschaubar. Also kann mir das gut vorstellen. Ja, als wenn das nicht mal ein Bunker ist. So ein Riesenteil hier mitten im Wald. Muss doch auch was sein. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass das nichts ist. Da gehen wir mal hoch. Ja, das war mal ein Bunker oder sowas. Zumindest in der Art. Ja. Kann ich nicht sagen, was das ist. Auf jeden Fall Stahlbeton. Deutlich zu sehen. Oh, hier geht's aber runter. Das Ding habe ich noch nie gesehen hier im Wald. Das ist ja krass. Hier war ich noch nie gewesen. Echt geil. So, das ist hier die alte Bahnstrecke. Die geht da hinten irgendwo im tiefen Wald rein. Ja, und hier rechts davon ist der Bunker. Weil das, was davon über ist. Ich gehe jetzt mal hier lang. Keiner zu Hause? Keiner da. Da muss ich mal gucken, ob ich die Taschenlampe hier verstellt kriege. So. Hier kann man das ein bisschen besser sehen. Also wie gesagt, das Ding ist hier komplett leer. Hier ist nichts mehr drin. Ja, der Boden ist hier auch raus. Hier ist nichts. Geht so ein bisschen runter. Also ein bisschen, das heißt ein bisschen. Ein ganzes Ende. Naja. Aber wie gesagt, hier ist nichts. Man kann hier nichts drin finden. Da geht's raus. Hier sieht man den Absatz. Ja, also ich denke mal, das war hier kein Munitionsbunker, das war. Hier waren irgendwelche Maschinen oder irgendwelche Aggregate installiert und das da oben waren die Entlüftungs- oder Belüftungslöcher. Weil wo Maschinen arbeiten, wird es auch warm. Weil wenn das ein Munitionsbunker wäre, dann wäre es ein bisschen doof, wenn das da oben offen ist. Also ich schätze mal, das war hier irgendwie für irgendwelche Geräte, Aggregate oder so. Keine Ahnung. Naja, Müll liegt hier natürlich auch rum. Klar, was sonst. So, jetzt brauche ich aber beide Hände, um hier wieder rauszukommen. Jetzt muss ich den ganzen Kram hier mal aus der Hand legen. So, sind wir oben. Was ist das hier für ein Ding? Scheint auch von damals noch zu sein. Abdeckung für irgendeinen Kasten. Wer weiß. Das ist auf jeden Fall nicht von früher. Aber wie gesagt, langsam wäscht der Regen und die Zeit die ganze Erde runter von dem Teil. Und hier an der Seite sieht man schon langsam den Beton durchkommen. Und zwar hier oben. Da guckt schon das Bauwerk selber raus. Also, naja, ich hoffe, den lassen sie noch. Ich hoffe, den reißen sie nicht eines Tages mal weg. Ich würde es schade finden, wenn der weg wäre. Also die Zaunpfähle, die hier stehen,
die Tüte mal ausgenommen und den Zaun selber, die sind garantiert noch so alt wie das Werk selber. Da liegen wieder so eine Betontrümmer. Der Zaun geht hier immer weiter. Und die Häuser, die da stehen, die standen ja damals auch schon. Also, da drüben ist das Altersheim. Das war früher die Verwaltung und da der Haupteingang von dem Werk. Ja, das war so. So, vor mir seht ihr den Weg zum See. Oh, ich muss mal die ganzen Spinnweben von den Ohren abmachen. Eben voll durchs Dickicht hier gemacht. Hab den Weg einfach mal ein bisschen abgekürzt. Ist ja wie gesagt ein riesen Gelände hier. Und ja, da brauchst du schon eine Weile. Ich laufe jetzt hier gerade so 3 Stunden gerade schon durch den Wald. Ja, so langsam komme ich am Ende meiner Expedition an. Mal gucken, was hier so ist. Ach, was das hier zugewuchert. Hier ist übrigens diese komische kleine Ruine, die ich erwähnt hatte vorhin am Anfang. Das war so früher angeblich eine Feuerwehr. Sieht aus wie ein Bunker, aber die Werksfeuerwehr nehme ich an. Und dadurch, dass es ein Munitionswerk ist, muss ja logischerweise auch die Feuerwehr einigermaßen eine Wende haben. Und ja, hier ist der See. Das ist das Ding. Das ist übersee. Der soll wahnsinnig tief sein. Also richtig sehr, sehr tief. Also ich glaube, irgendwas habe ich mal gelesen, über 40 Meter oder 48 Meter tief. Das ist schon enorm. Aber wenigstens waren sie so freundlich und haben eine Mülltüte aufgehangen. Hier gehen ab und zu noch ein paar Angler hin. Hier kannst du ganz in Ruhe angeln und fangen hier. Also das sollte schon passen. So. Hier ist diese Ruine nochmal. Man sieht ja schon die Wände. Die Wandstärke ist nicht jetzt sonst wie stark, aber wenn hier irgendwo mal was hochgeflogen wäre aus Versehen oder so, dann wäre hier natürlich nichts passiert. Ja. Und man muss dazu sagen, der See war nicht bis hier vorne heran, weil wie sollen hier die Feuerwehr rausfahren? Also wie gesagt, also der See war früher nicht ganz so groß. Wir haben wohl hier noch Kies gefördert und so. Ja, mehr weiß ich darüber auch nicht. Also wie groß der war und wann der angelegt wurde und hin und her und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier ganz schön zugewuchert. Als ich noch ein Kind war, und da war das hier alles frei. Da konntest du hier schön langlaufen, überall nirgendwo Kraut oder sonst irgendwelches Zeug. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal so zugewuchert ist. Ob hier keiner mehr hergeht. Auch hier der Hauptweg, alles total zugewuchert. Hier konntest du früher mit Auto herfahren. Hier kommst du jetzt gar nicht mehr hin. Ich war hier schon mal mit Motorrad. Aber mit Auto ist hier nicht mehr groß herkommen. Nur mit Machete. Ja. Ich lege jetzt hier mal eine Pause ein. Und dann mache ich mich auf den Rückweg. Der auch mindestens eine Stunde dauert. So. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause und habe noch gute 4 Kilometer vor mir noch, bis ich zu Hause bin. Vielleicht sind es auch 5. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War heute mal ein bisschen anderes Video. War mal kein Motovlog, sondern nur ein, ein Lost Place Vlog, wenn man es so möchte. Habe ich ja angekündigt, dass es das im Winter geben wird, wenn man kein Motorrad fahren kann. Und ich habe das jetzt schon mal ein bisschen vorgezogen auf den Herbst, weil eben heute so ein Dreckwetter ist. Naja, und deswegen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann Leute, macht's gut. Bis neulich.